schnell zu fahren wäre, die Idee. Ich weiß, dass es im Winter noch nicht so gelungen ist, aber ich arbeite eigentlich das jeden Tag und ich hätte nichts dagegen, dass es am Montag erreicht und dass ich wieder meinen schnellen Schwung finde. Aber auf der anderen Seite, heute ist eigentlich ein Jahr seit dem Unfall und wenn ich überlege, was ich alles in diesem Jahr gemacht habe, das erste Mal, als ich wieder 3 Kilo auf dem Bein hatte und das Gefühl hatte, ich breche mir das Bein und heute habe ich gerade 190 Kilo im Squat gehabt. Ich überlege und denke, ja, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich da bin und dass ich wieder eine Chance habe, das zu machen, was ich liebe. Und ja, ich liebe schnell Skifahren und ich gebe mein Bestes auch am Montag. Aber das Highlight ist ein anderes, oder? Super-G gerne. Ich würde eher sagen, Highlights sind eigentlich jeder Rennen, weil jedes Mal, wenn ich am Start gehe, ich probiere mein Bestes zu geben. Und es ist schon wichtig, dass man einen Tag nach dem anderen nimmt und jede Chance ausnutzt. Von dem her, es würde wirklich nicht viel bringen, wenn ich mit dem Kopf schon im Super-G wäre, wenn ich vorher doch andere Rennen habe. Und ja, es sind andere Chancen, wie ich gesagt habe. Man weiß es nie und vielleicht am Montag klappt das wieder mit dem schnellen Schwung.